Herzlich willkommen bei Ubi Tested, heute mit einem Performance-Modell vor der Kamera und einem ganz besonderen neuen Format auf diesem Kanal, und zwar dem Thema Verbrauchsfahrt. Und das beginnen wir mit dem Mercedes AMG E53 als Cabrio. Und was das natürlich wird, das wird sehr spannend. Was schafft der Wagen? Was ist der normale Alltagsverbrauch, den wir mit ihm ermitteln können? Wir fahren das Fahrzeug in der Stadt, wir fahren es über Land und wir fahren es Autobahn. Es wird immer eine vordefinierte Strecke sein, es wird immer die gleiche Strecke sein, die wir fahren, sodass eine kleine Vergleichbarkeit besteht. Performance-Fahrzeuge werden lediglich etwas schneller auf der Autobahn bewegt als Elektrofahrzeuge oder normale Alltagsfahrzeuge. Dann werden wir die Strecke, werdet ihr gleich eingeblendet bekommen. Ihr werdet noch ein paar Infos zum Fahrzeug von mir bekommen. Und am Schluss schauen wir dann, was an der Tankstelle wirklich bei rumkommt, was der Bordcomputer spricht und was die Werksangabe sagt und was wir natürlich ermittelt haben. So, und damit herzlich willkommen zur Verbrauchsfahrt mit dem Mercedes E53 AMG Cabrio. Viel Spaß! So, wir sind an der Tankstelle angekommen. Das heißt, wir machen den Wagen jetzt erst einmal voll, tanken ihn mit Super E5 komplett voll. Hintergrund ist, der Haupttank ist eh schon mit E5 gefüllt. Da fehlt jetzt nicht mehr so viel. Das heißt also, der Wagen kommt so als Mietwagen schon mit E5 daher. Also tanken wir auch E5 drauf und tanken auch nachher wieder E5, damit wir wieder bei einem raus sind. Also raus an die Zapfsäule, Sprit rein und los geht's. Draußen ist es sehr windig. So, wir sind jetzt wieder angekommen. Ich bin startklar. Startklar machen wir uns jetzt auch komplett hier. Wir resetten den Bordcomputer ab Start auf 0. Zur Info gehen wir den Kilometerstand nochmal genau an von dem Auto. Und der ist genau 100, soweit ich das gesehen habe. Genau, Kilometerstand 100. Wir tun auch den Tageszähler zurücksetzen. So, und dann soll es jetzt tatsächlich losgehen. We'll be right back.
Wir sind angekommen wieder an der Tankstelle, selbe Zapfsäule wie vorhin. Wir sind jetzt genau 109,5 Kilometer gefahren, also wir runden jetzt einfach mal auf. Sind es dann wahrscheinlich knapp 110 Kilometer. Wie wir sehen, der Kilometerstand steht bei 209. Das heißt also, wir sind korrekt gefahren. Dann gucken wir doch einfach mal, was jetzt unser Bordcomputer ausspricht. Der Bordcomputer sagt 109 gefahrene Kilometer und einen Durchschnittsverbrauch von 9,2 Liter. Das heißt also, wir werden jetzt mal gucken, was die Zapfsäule macht. Ich tanke nach und dann sprechen wir uns nochmal zu einem kurzen Fazit. Der Wettergott hat es leider nicht gut mit mir und dem E53 Cabrio gemeint. Dennoch sind wir natürlich jetzt am Ende angekommen von unserem Video mit der Endabrechnung. 9,2 Liter sagte der Bordcomputer. Die Tankung sagt 10,29 Liter haben wir nachgefüllt. Und summa summarum sind das 9,4 Liter auf 100 Kilometer, was der E53 AMG verbraucht hat. Das ist ein ordentlicher Wert, würde ich einfach mal sagen, für so ein Hochperformance-Fahrzeug. Natürlich, wir bewegen ihn, wie gesagt, hier unter Alltagsbedingungen, das darf man nicht vergessen. Auf der Autobahn fahren wir ihn maximal 150, wenn frei ist. Ansonsten halten wir uns an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und ich finde, das ist ein ganz guter Wert. Aber ihr seid natürlich jetzt wichtig, denn das machen wir heute zum ersten Mal. Und ich möchte wissen, was kann ich verbessern? Was soll mehr einfließen? Jetzt seid ihr dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir den Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abonniert den Kanal, die Abo-Glocke und teilt das Video sehr gerne, wenn es euch denn gefallen hat. Somit, ich werde jetzt dann hier im Regen noch ein wenig mit dem E53 AMG fahren. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich demnächst wieder zum nächsten Verbrauchsvideo oder zum nächsten Review. Tschüss und Servus, euer Hubi.